Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute in eine neue Runde bei der Daily Challenge und ihr seht schon, es sind wieder Murphys Katakomben, was gestern noch im Extremmodus verfügbar war, ist heute im Normalmodus an der Reihe. Und am Anfang ist es natürlich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen, das heißt, wir werden mit den Tasten vertraut gemacht, müssen hier ein bisschen einfache Sprünge machen, hier nicht zu früh die Taste aktivieren und über die Köpfe der Gegner halt eben drüber springen. So, hier probieren wir wieder das zweite Zimmer erreichen und gehen. Hier ist ein bisschen eine Schwierigkeit, mir ist es zweimal passiert, dass ich über die Seile drüber gesprungen bin, weil ich irgendwie zu motiviert war. Hier kriegen wir dafür wieder eine kleine Zwischensequenz, den hauen wir nach unten, hier können wir ruhig wieder die Taste bashen, weil man kann die Stampfer eh nur in eine Richtung aktivieren. Auch hier schauen wir wieder, dass wir nicht die blaue Taste vergessen und bei den Schlitzern können wir so früh wie möglich die Seile durchschneiden. Dann sollte uns eigentlich nichts passieren. Was hier ein bisschen blöd ist, wir können die Augen erst klatschen, wenn wir schon losgesprungen sind bei den Ringen. Hier ist es allerdings wieder ganz normal, wir hauen den blauen weg. Hier ist ein bisschen ein Blocker. Man braucht ein paar Sekunden, bis man drüber gesprungen ist, wird aber hier mit einer Zwischensequenz wieder belohnt, wenn man das Ganze geschafft hat. Und bekommt nochmal die gleichen Stampfe, die wir vorher auch schon gesehen haben. Hier ziehen wir hoch, hier auf keinen Fall hochziehen und hier auch wieder hochziehen. Und schon sind wir auf dem Schwierigkeitsniveau ungefähr wie gestern beim Extremmodus. Ah, noch nicht ganz. Auch hier klatschen wir wieder die Augen weg, entsprechend springen hier hoch, schneiden das Seil durch und springen über den Ring weiter. Da habe ich einmal zu schnell sogar geklickt. Und genau jetzt kommt ungefähr das, was wir auch schon gestern gelebt haben. Die sind ein bisschen blöd, weil man sie eigentlich erst aktivieren kann, nachdem man halt eben durch die Linie durchgesprungen oder durch die Linie durch ist. Hier warten wir ganz kurz. Da auch nur ein ganz kleiner Sprung, weiterziehen rüber, wir springen rüber, ziehen ihn nach unten, hauen hier wieder auch ein paar Augen weg, ziehen das nach unten, springen drüber und haben schon die ersten 1000 Meter und sollten eigentlich jetzt schon im Silberbereich sein. Hier ziehen wir auch wieder hoch, hätten wir ein bisschen früher, ich dachte echt, jetzt stäube ich hier da dran. Zieh den Ring rüber, geh rüber, wart wieder eine kurze Sekunde, aber haben wir gar nicht drauf, das gleiche wie gerade eben nochmal. Rüberziehen, hier auch wieder hochspringen, hier auf keinen Fall dann aktivieren, sondern einfach nur ganz normal drüber springen, hier jetzt drüber ziehen, wieder über den Ring und wir haben wieder ein paar Sekunden Pause. Die gleiche Szene noch zum dritten Mal, also jetzt kennen wir sie langsam, hier ziehen wir auch wieder runter, auch wieder drüber, das haben wir auch gerade eben schon gesehen, also alles eigentlich ganz einfach. Erst jetzt haben wir diesen Moment, hier sollte ich eigentlich schon früher den Absprung schaffen. Aber das ist die Grenze für oder den Spreu- und Weizentrenner für Gold und Silber. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wir sehen uns morgen zur Daily Challenge wieder. Bis dann, ciao, ciao.